Moin Pyros und willkommen zum Eimer Teil 2. Diesmal haben wir wieder ein dickes Gerät vom Hersteller aus den Niederlanden, von Leslie, den Disco-Eimer. Im letzten Eimer-Test oder Eimer-Video hatten wir ja schon das Gegenstück dazu. Hier haben wir wieder einen Beipackzettel, was da alles drin ist. Wieder ganz viele schöne Artikel. Ja, da haben wir hier auf jeden Fall eine etwas andere Befüllung. Die zwei Vulkane sind wieder dabei. Da haben wir noch zwei andere von Themen, die, meine ich, im Highly Skilled auch mit drin sind. Dann haben wir hier was mit dabei, was theoretisch aussieht wie ein Polenböller, aber wahrscheinlich irgendwas anderes sein wird. Dicke Brummer haben wir auf jeden Fall auch dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da alles so rauskommt. Und wir sehen uns auch hier wieder draußen bei der Zündung. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir bei der Zündung vom Disco-Eimer. Wir nehmen jetzt zuerst mal die Distraction Flare. Die sind, meine ich, auch im Highly Skilled enthalten. Und müssten dementsprechend auch relativ gut sein. So, dann als nächstes diese Thunder, die Charger. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Aber ich befürchte mal, wir finden das wohl gleich heraus. Bitte was? Was soll das denn sein? Das ist ja Ressourcenverschwendung. Wofür das Thunder da drin steht? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt noch mal ein paar von den Probern mit. Mal gucken, ob die was können. Mal aus dem Set. Vielleicht können die ja was. Schon mal gar nicht schlecht. Und dann nehmen wir als letztes noch die beiden Vulkane. Ganz klassische Silbervulkane. Jetzt wollen wir wechseln. Jo. Ich würde sagen, das war's mit dem Video und bis bald.